Fußball ist bekanntlich für viele die schönste Nebensache der Welt. Und es ist ja auch was Tolles, wenn tausende Fans im Stadion der Lieblingsmannschaft zujubeln, wenn da gefeiert wird oder auch wenn gemeinsam getrauert wird. Aber die schönste Nebensache der Welt hat manchmal eben auch ein hässliches Gesicht, Krawallmacher, Fans, die aufeinander losgehen. Probleme, die laut Polizei zunehmen. Wasserwerfer und Hundertschaften der Polizei. Fast schon Alltag bei Fußballspielen. In fast allen Spielklassen, ob erste Bundes- oder viertklassige Regionalliga. Die Polizei meldet die höchsten Zahlen seit 12 Jahren bei Strafverfahren, Verletzten und Einsätzen rund um Fußballspiele. Und auch die Zahlen des Deutschen Fußballbundes sprechen eine klare Sprache. Im Jahr 2010 mussten die Vereine 780.000 Euro Strafe zahlen für Ausschreitungen in Stadien. Im Jahr 2011 bereits 1 Million. In diesem Jahr sind bislang 1,6 Millionen Euro fällig. Die Politik fordert den Fußball nun massiv zum Handeln auf und droht mit Sanktionen. Das vom DFB vorgelegte Konzept sicheres Stadionerlebnis soll noch in diesem Jahr verabschiedet werden. Es sieht unter anderem strengere Personenkontrollen vor. Außerdem soll an die Fans der Gästemannschaften nur noch die Hälfte der Karten verkauft werden. Fanvertreter und Vereine lehnen das teilweise ab, fordern mehr Zeit, vor allem für den Dialog mit den Fans. Gewalttätige Fußballfans, das ist ein Thema, was viele Vereine betrifft. Da muss etwas geschehen und da sind sich auch die Innenminister der Länder einig. Und bei mir im Studio ist jetzt der Innenminister Lorenz Kaffier. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Sie haben einen Vorschlag und zwar wollen Sie die Vereine an den Kosten der Polizeieinsätze beteiligen. Das sind ja auch Steuergelder, die da drauf gehen. Wie viel Rückendeckung bekommen Sie von Ihren Kollegen? Also zunächst wollen wir, dass die Vereine sich zu 100% und nicht nur zu 30% an den Präventionsprojekten in der ersten, zweiten, dritten Liga beteiligen, damit wir Länder auch Möglichkeit haben, in der vierten, fünften, sechsten Liga Präventionsprojekte zu finanzieren. Denn leider ist Gewalt nicht nur eine Frage der ersten Klassen, auch in den niederen Klassen. Darum müssen wir uns in Gänze kümmern. Mhm. Kommen wir aber trotzdem noch mal darauf zurück, auf Ihren Vorschlag. Die meisten Fans, auch bei Hansa Rostock, sind ja friedlich, aber es gibt eben immer wieder diese Krawallmacher. Bei welchen Vergehen, wo konkret, könnten Sie die Vereine zur Kasse bitten, dass sie sich an den Kosten der Polizeieinsätze beteiligen? Also wenn wir keine Einigung erzielen in der Frage der Präventionsprojekte, dann wollen wir kostenpflichtige Einsätze innerhalb des Stadions, dort wo Polizei zusätzlich zur allgemeinen Aufgabenlage, die sie haben, hinzugezogen wird, diese in Kosten stellen, denn es kann nicht sein, dass wir Woche für Woche Hunderte von Polizistinnen und Polizisten im Einsatz haben, um eine kleine Minderheit zu kontrollieren. Und das nur deswegen, weil man nicht in der Lage ist, verstärkte Sicherheitskontrollen zu machen, weil man sich eben nicht auf die Vereinbarung einbauen kann. Das klingt ein bisschen wie Kritik auch an den Vereinen. Auch bei Hansa sind ja die Subtras gerade das Problem. Tut denn aus Ihrer Sicht der Verein zu wenig, um diese Chaoten zu stoppen? Also wir sind ja seit circa einem Jahr im Gespräch innerhalb der Taskforce. Wir haben einen Aufgabenkatalog erarbeitet, den wir gerne gemeinsam umsetzen wollen. Ich hoffe jetzt auch vom neuen Vorstand, von Aufsichtsrat von Hansa, dass wir hier aufeinander zugehen. Das sind solche Sachen wie verstärkte Sicherheitskontrollen, Verbot von Pyrotechnik, aber auch Einsatz besser von Videotechnik und auch eine enge Kooperation zwischen Polizei und zwischen Ordnerdienst. Das sind Aufgaben, die möglichst zügig umgesetzt werden müssen. Da geht es ja auch um die Wiedereröffnung der Südtribüne bei Hansa Rostock. Nun hatten wir gerade den Chef vom Aufsichtsrat, Herrn Abrokat, bei uns im Studio, der sagt, er möchte diese Südtribüne so schnell wie möglich wieder öffnen. Finden Sie da Gehör? Weil Sie sagen ja, die Südtribüne wird erst wieder geöffnet, wenn es keine Gewalt gibt. Also richtig ist, dass das natürlich eine Entscheidung ist, die Hansa Rostock treffen muss, die aber weitreichende Konsequenzen hat. Und richtig ist auch, dass der alte Vorstand eine Vereinbarung mit der Fanszene, sofern man bei einigen Chaoten von Fans reden kann, eine Vereinbarung getroffen hat, an die sie sich nicht gehalten hat. Und auch bis zum heutigen Tag nach wie vor nicht hält, denn wir haben nach wie vor Pyrotechnik und andere Sachen im Stadion. Und deswegen halte ich das für eine falsche Entscheidung, wenn wir jetzt schon wieder auf die Fanszene zugehen und ihnen Zugeständnis machen, obwohl sie die Spielregeln im wahrsten Sinne des Wortes noch nicht einhalten. Vielen Dank für dieses Gespräch. Das war der Innenminister Lorenz Kaffier. Und bei uns hier geht's jetzt weiter mit den Nachrichten und die hat René Steuder für Sie.